Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch ausnahmsweise mal zwei Bundles. Und zwar einmal das Der Hölle entgegen Bundle von Daniel Gunn und das Murder Mayhem Misanthropy Bundle von Daniel Gunn und Upon Oath. Alle weiteren Informationen zu diesen Alben, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zu den Alben und zu den Bundles, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, ungewöhnlicherweise, ich glaube, absolute Premiere habe ich bis jetzt noch nie gemacht, stelle ich euch heute zwei Sachen, zwei Releases, zwei Bundles in einem Video vor. Ihr kennt mich, normalerweise gibt es eine Box, ein Bundle, eine Vinyl in einem Video. Heute allerdings zwei auf einmal. Was es damit auf sich hat, erkläre ich euch gleich. Ja, und zwar haben wir heute zwei Bundles. Einmal dieses hier, bestehend aus der EP Der Hölle entgegen von Daniel Gunn. Dann war da noch ein Shirt dabei und ein Poster. Und dann haben wir noch ein zweites Bundle, bestehend aus zwei Stickern, dem Album Murder, Mayhem, Misanthropy und einem Poster. Und hier fehlt jetzt das Shirt. Wieso ist das so? Man konnte diese beiden Bundles jeweils natürlich separat kaufen. Das heißt, dann hätte man auch hier noch ein Shirt dabei gehabt. Allerdings gab es auch die Möglichkeit, diese beiden Bundles zu kombinieren zu einem, ja, mehr oder weniger Special oder Doppelbundle. Das habe ich in diesem Fall gemacht und habe mich dann dafür entschieden, eben beide zu kombinieren und so zu erwerben. Und deswegen gibt es auch heute dieses doppelte Unboxing der beiden Bundles auf einmal. Gut, aber nach der Reihe. Wir starten mit dem linken Bundle. Und zwar ist das Der Hölle entgegen Bundle von Daniel Gunn. Also, wir starten wie immer mit dem Tonträger. In diesem Fall kein Album, sondern eine EP. Und diese EP kommt in einer Papphülle, in einem Digisleeve. Hier lesen wir einmal Daniel Gunn, Der Hölle entgegen. Dann haben wir hier so eine verschneite Landschaft. Wir sehen hier kahle Bäume, ein paar Berge. Ziemlich trostlos, aber doch irgendwie auch sehr friedlich und schön. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 5 Tracks an der Zahl, allesamt Solo-Tracks. Dann haben wir hier noch In Loving Memory, also hier diverse Personen, an die sich erinnert werden soll. Dann Daniel Gunn hat die Lyrics geschrieben, ist klar. Die Beats sind von Looney Butcher, Mixing und Mastering von Yokai Beats und Cover von DAR. Was mir besonders gut gefällt, das sehen wir hier. Wir haben hier 100 Stück Gesamtauflage. Also dieses Bundle bzw. diese EP ist wirklich sehr, sehr stark limitiert. 100 Stück gibt es davon insgesamt. Und meine wurde hier nummeriert mit Nummer 52. Also meine EP ist die 52. Und hier links haben wir dann noch ein Autogramm, also Daniel Gunn hat hier noch mit einem schwarzen, eventuell mit einem Feinliner, mit einem ganz feinen Stift hier handschriftlich noch unterschrieben. Sehr schön, sehr persönlich gestaltet. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus, in grau gehalten, sieht auch aus wie so Eiswasser und Eisberge. Daniel Gunn, Der Hölle entgegen, lesen wir auch hier wieder. So sieht das aus. Dann haben wir passend zu der EP ein Poster. Dieses ist in der Größe A3. Und hier haben wir dann auch wieder das Cover der EP, nur eben in diesem Fall im Hochformat gehalten. Also hier dieses schöne friedliche Cover auch nochmal im Hochformat. Das Ganze ist einseitig bedruckt. Wie gesagt, Hochformat und A3. Und dann haben wir noch Bundle Inhalt Nummer 3. Und zwar gab es da ein Shirt. Hoppla. Und zwar ist das dieses hier. Hier muss man sagen, rein von der Gestaltung oder vom Titel würde man dieses Shirt natürlich bei dem anderen Bundle zuordnen. Und wie gesagt, es gab das Shirt bei dem einen oder auch bei dem anderen Bundle. Und ich habe mich in dem Fall dann entschieden, nur ein Shirt zu nehmen und dafür eben auch einen besseren Preis zu bekommen. Und deswegen habe ich auch kein zweites Shirt, aber rein vom Titel
kann man es natürlich auch mit dem anderen Bundle kombinieren. Wenn ihr euch mal den Webshop anschaut, da habt ihr echt alle Möglichkeiten mit Poster, mit T-Shirt, alles wie ihr wollt zu kombinieren. Also sehr viel Gestaltungsmöglichkeit, was die Bundle-Zusammenstellung betrifft. Hier lesen wir Murder, Mayhem, Misanthropy. Das sind drei englische Wörter. Ja, was bedeutet das? Schwer zu übersetzen, aber im Endeffekt, also ich glaube, die beste Übersetzung ist echt noch Mord. Das heißt so viel wie, ja, Rausch oder Wahnsinn. Und Misanthropy, das hat man vielleicht schon mal gehört, auf Deutsch Misanthropie. Das kommt aus dem Griechischen und der Misanthrop ist so der Menschenfeind, der Menschenhasser. Und in diesem Fall dann Misanthropie ist dann eben der Menschenhass oder die Abneigung gegenüber Menschen. Und ich glaube, diese Worte beschreiben das, was auf diesem Album, also auf diesem Murder, Mayhem, Misanthropy passiert, was da für Texte sind, sehr, sehr gut. Ja, dann haben wir hier noch eine Fratze, also hier so ziemlich wilde Gesichter. Und dann sieht das so aus, als würde hier irgendwie ein Gebiss, ein Auge ausspucken oder gerade zerkauen. Also auf jeden Fall wilde Szenen auf diesem Shirt. Auf der Rückseite ist das Ganze schwarz gestaltet. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Ultracotton in der Größe L, 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Haiti. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt mal wieder kurz zusammen und kommen dann direkt zum nächsten Bundle. Und zwar ist das in diesem Fall dann dieses hier. Also das Murder, Mayhem, Misanthropy Bundle. Zu dem Titel habe ich ja schon alles gesagt, also die Übersetzung. Hier haben wir nicht Daniel Gunn alleine, sondern mit Upon Oath hat er sich hier zusammengetan und das ist ein deutscher Produzent, der ihn hier unterstützt oder in diesem Falle die Beats beigesteuert hat. Und wir sehen auch hier schon auf dem Cover, es ist ein Split-Cover aus vielen einzelnen Bildern, hier geht es auch ziemlich brutal zur Sache. Das Ganze kommt in einer DVD-Hülle, das ist ebenfalls 2018 erschienen, dieses Album. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 9 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von diversen Ami-Rappern, unter anderem Insane Poetry. Und aber auch deutsche Features, also deutsche Rapper, sind ja auch mit drauf, wie zum Beispiel Punch, Arroganz und Rough Kid. Und ansonsten meines Wissens Ami-Rapper. Dann haben wir noch die Info produziert, wie gesagt, von Upon Oath. Vielleicht da noch ganz kurz was zum Namen. Also Oath auf Englisch ist ja der Eid, also wenn man einen Eid schwört. Und Upon heißt so viel wie auf bzw. über. Also meiner Meinung nach heißt das dann auf Eid oder ja, über Eid macht nicht ganz viel Sinn, aber auf Eid auf jeden Fall. Okay, Mix und Mastering wieder bei Yokai Beats. Dann schauen wir mal hinein. Hier haben wir einmal die CD, also das Album. So sieht das aus. In schwarz gehalten. Und dann haben wir hier diverse Inhalte. Und zwar haben wir 2 Einleger. Einmal haben wir hier so einen Einleger im Hochformat. Also hier haben wir die beiden. Daniel Gunn und Upon Oath. Dann haben wir hier so diverse Fotos. Sieht nach einer kaputten Fabrikshalle aus oder so eine ja, beschädigte Häuserfassade. Vollgesprühte Geländer. Also ziemlich trostlos diese Fotos. Und auf der Rückseite, jawohl, haben wir noch eine Danksagung, also wie so ein Mini-Booklet, so ein Einleger. Dann haben wir hier noch die Infos dazu, wer daran beteiligt war, also Grafikbeiträge und so weiter. Und dann natürlich noch die Alben von Daniel Gunn bzw. von Formula of Death. Ja, dann haben wir noch die Social Media Auftritte der beiden. Und was mich besonders freut, ebenso wie auch die EP, die wir schon gesehen haben, ist das hier durchnummeriert. Und so haben wir hier 200 Stück insgesamt gibt's und wir haben in diesem Fall die Nummer 113.
Das freut mich sehr. Also generell, wenn man so das transparent gestaltet, wenn man das durchnummeriert, das finde ich immer schön. Würde ich mir bei vielen anderen Rappern auch wünschen. Und dann haben wir hier noch ein Foto, ein Hochglanzfoto von Daniel Gunn, den man ja kennt, der hier wirklich ja das gesamte Gesicht, aber auch generell den gesamten Körper zutätowiert hat. Also echt eine heftige Erscheinung, dieser Mann. Und auf der Rückseite lesen wir hier einmal FTW. Ich gehe jetzt stark davon aus, dass das für Fuck the World steht, aber keine Garantie. Falls ihr da was anderes vermutet oder wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann haben wir hier noch eine Unterschrift, Daniel Gunn und 163. Jawohl, so sieht das aus. Sehr schön. Und dann gibt es noch einen Bonusinhalt, und zwar gab es den meines Wissens bei jeder Bundle-Bestellung. Also unabhängig davon, ob man jetzt nur ein Bundle nimmt oder vielleicht mehrere, so wie ich jetzt kombiniert hat, gab es da noch ein Poster dazu. Nachdem ich die anderen zwei Poster jetzt schon hatte, hat man dann noch hier dieses hier mit dazugegeben. Formula of Death, D-A-R und Upon Off. Ja, was soll ich dazu sagen? Auch das sieht wieder mehr als krank aus. Das ist etwas, es ist, wenn nicht sogar das brutalste Poster, das ich hier jemals gesehen habe, beziehungsweise in einem Unboxing vorgestellt habe. Grüße gehen raus an meine Monetarisierung, beziehungsweise ab 18 Jahren Videoeinschränkung. Ja, schauen wir mal, wie lange dieses Video noch durchgeht, ohne Altersbegrenzung. Haben wir hier noch zwei Typen abgebildet. Einer, der so ein bisschen ein Chirurgengewand anhat, also wie so ein Arzt. Und dann einmal hier mit einem Schwert, der sieht mir auch etwas durchgeknallt aus, der gute Mann. Das Ganze ist ebenfalls wieder A3 und kommt im Hochformat. Jawohl, das war's soweit. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesen Bundles, in dieser Bundle-Kombination befindet. Einmal das Shirt in der Größe L. Dann dieses Foto hier, dieses Split-Foto auf 200 Stück limitiert und auch nummeriert. Dann zwei Sticker, die habe ich euch jetzt beim Unboxing unterschlagen. Wir haben hier zwei Sticker, kreisrund in schwarz und weiß, mit der Internetadresse uponauf.de. Ghetto Metal ist Krieg, lesen wir hier. Und darunter haben wir noch einen QR-Code zum Einscannen. Dann haben wir das Poster zum Album Murder, Mayhem, Misanthropy, sowie natürlich das Poster zum Album bzw. zur EP Der Hölle entgegen von Daniel Gunn. Dieses Poster, diese Fotokarte hier, dieses Hochglanzfoto von Daniel Gunn unterzeichnet. Die EP mit insgesamt 5 Tracks, sowie natürlich das Album mit 9 Tracks, womit wir auf insgesamt 14 Tracks kommen. Und dann noch dieses Bonusposter, das es wie gesagt oben drauf gab. Ja, vielen Dank noch an Mario. Mario, bester Mann, der mich auf dieses Bundle bzw. auf diese beiden Bundles aufmerksam gemacht hat. Ohne ihn hätte ich diese Bundles nicht auf dem Schirm gehabt. Grüße an dich. Ja, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von diesem Album und der EP bzw. den beiden Bundles? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Daniel Gunn und Upon Off unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.